zur Pressekonferenz nach dem 22. Spieltag in der Regionalliga Bayern, an dem der SSV Jahren den FC Augsburg 2 mit 3:2 geschlagen hat, vor 4.262 Zuschauern. Bei mir sind wie immer beide Cheftrainer und dem Trainer der Gastmannschaft gebührt das erste Wort. Herr Berns, ihr seht uns zum Spiel. Insgesamt, glaube ich, haben wir ein gutes Spiel abgeliefert, haben sehr gut angefangen in der ersten Halbzeit. Meiner Meinung nach gehen wir dann auch verdient in Führung. Haben dann nicht mehr so einen Zugriff gekriegt, Ende der zweiten Halbzeit. Und dann macht Jan Regensburg verdientermaßen dann auch den Ausgleich. Haben probiert, zweite Halbzeit ein bisschen umzustellen, ein bisschen defensiver zu spielen auf die Konteraktion. Mit der Spielentwicklung war ich dann trotzdem nicht zufrieden, weil wir uns zu weit hinten rein haben drücken lassen, haben aber trotzdem immer wieder Konteraktionen gefahren, die sehr gefährlich waren. Machen dann auch das 2-1 und wenn du dann 2-1 führst, dann willst du natürlich auch gewinnen. Und von daher bin ich heute sehr enttäuscht. Ja, Heiko, ich denke, bei dir sieht es genau umgekehrt aus. Hinten hast du das Spiel gewonnen. Wie zufrieden warst du mit der Leistung deiner Mannschaft? Ja, ich bin auch natürlich überglücklich, dass wir hier gleich das erste Heimspiel mit 3 Punkten starten. Ich denke, die ersten 20, 25 Minuten gehen klar an Augsburg. Meine Mannschaft war sehr nervös. Man hat hier das angemerkt. Das ist halt doch eine Drucksituation, auch für sie. Die Erwartungshaltung ist hier sehr hoch. Und damit konnte der ein oder andere Spieler nicht umgehen. Und wir haben dann eigentlich keine gute Spielanlage gehabt. Die ersten 20 Minuten bis zum Gegentreffer oder nach dem Gegentreffer hatte ich eher das Gefühl, dass meiner Mannschaft eine riesen Last abfällt und sie dann befreit aufgespielt hat. Und dann haben wir eine Druckphase gehabt bis zur Halbzeit, wo wir dann folgerichtig zum Ausgleich gekommen sind. Bloß diese Druckphase hätten wir auch nutzen müssen, um in Führung gehen zu müssen. Markus Zier ist die Großchance vorm Tor. Der Kopfball möchte ich nur anmerken. Zweite Halbzeit haben wir dann mehr fürs Spiel getan, haben das Spiel eigentlich dominiert. Augsburg, wie Christian schon gesagt hat, hinten reingedrückt und auch viele Tormöglichkeiten da gehabt. Besonders über außen sind wir dann immer wieder gefährlich vors Tor gekommen. Und dann war es klar, dass wenn es nochmal gefährlich wird über eine Kontersituation, und genau das ist passiert. Und ja, wenn du Pech hast, verlierst du das Spiel. Aber dann hat meine Mannschaft tolle Moral bewiesen und weiter versucht, nach vorne zu spielen. Und dann, denke ich mal, auch verdient zum Ausgleich gekommen. Und am Ende war es natürlich offenes Visier, ein Freistoß, eine Standardsituation, ein Spiel für uns entschieden. Ich glaube, insgesamt wollte meine Mannschaft einfach unbedingt ein bisschen mehr den Sieg. Danke, Heiko. Dann übergebe ich die Fragestellung an die Journalisten. Bei denen möchten wir anfangen. Kurzes Handzeichen, dann kriegen wir das Mikro. Jürgen Schaaf von den Niederbayerischen. Okay. Zwei Fragen an Herrn Herrlich. Glückwunsch zum Sieg, zum Start zunächst. Herr Herrlich, die Aufstellung ist mit Spannung erwartet worden, glaube ich, darf ich hier auf die Kollegen sprechen. Nun saßen einige Spieler, die im vergangenen Jahr doch absolut zur Stammelf oder zum Stammpersonal zählten, auf der Ersatzbank. Verwendet hätten wir Marc Leis, Jan Schorch, Marcel Hofland war nicht im Kader. Und das, welche Gründe waren dafür für maßgeblich? Verletzungsgründe, waren es taktische Überlegungen oder einfach Leistungsentscheidungen von Ihnen? Sowohl als auch, ich bin jetzt seit dem 1. Januar hier und aus dem Bild, was ich jetzt in den 7 Wochen Vorbereitung hatte, von den Vorbereitungsspielen auf unseren Gegner, der letzte Woche eine überragende Leistung gebracht hat gegen Ingolstadt 2, habe ich halt heute so entschieden, mit den Spielern zu beginnen. Und wenn ich nachhaken darf, auch bei Marcel Hofloch war es keine Verletzung, sondern er war halt nicht im Kader dabei dann. Ja, Marcel Hofrath hat auch noch die komplette Vorbereitung mitgemacht und ist ein wichtiger Spieler für uns. Er muss wieder in die Verfassung kommen, die ihn stark gemacht hat in der Vorrunde. Da arbeiten wir dran. Auch die Spieler, die heute nicht in der Anfangsformation standen, die werden wir alle noch brauchen. Ich möchte nur daran erinnern, Marc Leis am Anfang auch nicht eine durchwachsene Vorbereitung gespielt. Dann immer besser reingekommen. Ich habe mich heute für 11 Spieler entschieden, nicht gegen andere, die ich draußen gelassen habe. Und Marc Weiß kommt rein und macht noch das Tor.
Und die zweite Frage zum Traumstart von Haris Hüseyini. Wir haben schon mit ihm draußen gesprochen. Er ist natürlich überglücklich, das ist kein Wunder. Könnten Sie ihn vielleicht kurz als Typ beschreiben und wie Sie auch sein Spiel heute gesehen haben? Ja, wir haben ja in der Vorbereitungsspiele mehrere Varianten durchprobiert, mit einem Stürmer, mit einem Stürmer, mit zwei Stürmer. Und heute habe ich halt entschieden, dass es am sinnvollsten ist, mit zwei echten Stürmern zu beginnen, über außen zu kommen, was ja auch dann teilweise funktioniert hat mit Flanken. Und er ist ein sehr positiver Typ, der im Training manchmal noch ein bisschen mehr machen müsste, als er es bisher macht. Er ist jetzt nicht unbedingt ein Trainingsweltmeister, da muss er an sich arbeiten. Aber ich denke, dass heute jeder gesehen hat, wo er seine Qualitäten hat. Er macht zwei Tore selbst und holt den Freistoß voll der Standardsituation raus. Vielen Dank. Danke, Jürgen. Gibt es weitere Fragen? Den ist nicht so. Dann darf ich noch die Parallelspiele nachreichen. Schweinfurt und Unterhaching treffen sich heute mit 1:1. Der erste FC Nürnberg 2 schlägt die Spielvereinigung Bayreuth mit 4:2. Viktoria Aschaffenburg verliert zu Hause gegen den FV Illertissen mit 1:5. Und Schalding-Heining-Burghausen endet mit 0:2, also Sieg Burghausen. Der SSV Jahn steht damit nach diesem Spiel weiterhin auf dem zweiten Tabellenplatz mit 43 Punkten. Der FC Augsburg bleibt auf dem 17. Tabellenplatz. Unser nächstes Spiel ist am 5.3. das Oberpfalz-Derby in Amberg um 14 Uhr. Das werden sicherlich alle mit viel Spannung erwarten. Das nächste Heimspiel dann am 11.3. um 19 Uhr, also wieder Freitagabend, gegen den FV Illertissen. Ich danke mich dahin. Bis dahin für die Aufmerksamkeit heute, den Gästen eine gute Heimreise und uns allen ein schönes Restwochenende. Vielen Dank.